Hallo Leute, ich bin Ultimate Spindash und ich zeige euch heute den Neuzugang im Warfam Zoo. Nova Prime, die Biene. Nova Prime besitzt gleich zwei Stat-Buffs gegenüber Nova. Zum einen hat sie eine höhere Energiekapazität wie Loki Prime, zum anderen erhält sie verstärkte Schilde. Dadurch wird sie zwar etwas widerstandsfähiger, ihr solltet aber trotzdem direkten Beschuss vermeiden. Außerdem besitzt sie eine weitere V-Polarität, welche ich persönlich aber durch ein D ersetzt habe. Die Blaupause für Nova erhaltet ihr im Markt für 35.000 Credits, während ihre Teile von Raptor auf Europa gedroppt werden. Alternativ erhaltet ihr sie zusammen mit einem Reaktor und einem Slot für 375 Platin. Nova Primes Teile sind in der Void verteilt, derzeit ist sie aber auch im Prime Access Programm erhältlich. Novas erste Fähigkeit Nullstern erzeugt einige Projektile, die Nova umkreisen und automatisch auf Feinde in der Nähe geschossen werden. Die Anzahl der Projektile wird durch Kraftdauer beeinflusst, allerdings gibt es eine Verzögerung zwischen den Abschüssen. Ich persönlich halte Nullstein für eine der langweiligsten Fähigkeiten im Spiel, aber es spricht nichts dagegen, sie einzusetzen. Ihre zweite Fähigkeit, Antimaterietropfen, erzeugt ein ferngesteuertes Projektil, welches beim Auftrag explodiert und Strahlungsschaden verteilt. Der Schaden wird durch Beschuss erhöht, da der Tropfen eingehenden Schaden absorbiert und vervielfacht, dadurch diese Fähigkeit einen der höchsten Schadenswerte im Spiel hat. Allerdings wird Crit-Schaden nicht in die Berechnung mit einbezogen, weshalb Crit-Waffen wie die Soma nicht so effizient sind. Ihre dritte Fähigkeit, Wurmloch, erzeugt ein Portal zwischen zwei festgelegten Orten. Diese Fähigkeit ist nützlich, um sich schnell zu bewegen und an schwer zu erreichende Orte zu gelangen, funktioniert aber nur in eine Richtung. Es ist aber möglich, mehrere Wurmlöcher zu erzeugen. Die Wurmlöcher verschwinden nach einer gewissen Zeit oder wenn sie ein paar Mal benutzt wurden. Beachtet, dass sowohl Teammitglieder als auch Feinde das Wurmloch ebenfalls nutzen können. Ihre vierte Fähigkeit ist molekulare Sättigung. Nova erzeugt eine sich ausbreitende Energiewelle, welche alle Feinde im Radius mit Antimaterie sättigt. Dadurch nehmen diese doppelten Schaden, sind verlangsamt und wenn ihr sie tötet, explodieren sie, wodurch Kettenreaktionen entstehen können. Beachtet, dass die Reichweite der Energiewelle durch Kraftdauer beeinflusst wird, während Kraftreichweite den Radius der Explosionen beeinflusst. Außerdem werden bei geringer Kraftstärke Feinde schneller statt langsamer, was für Farmzwecke nützlich ist. Wie alle Prime Warframes kann auch Nova Prime Energie aus den Death Orbs in der Void beziehen. Mein Slover-Build besteht aus Kontinuität, Umlenkung, Ausdehnung, Vitalität, flüchtige Stärke, engstirnig, Stromlinie und Fluss. Flüchtige Stärke reduziert zwar die Kraftdauer, gibt euch aber auch die maximale Verlangsamung um 75%. Wenn Prime Verstärken released werden sollte, solltet ihr flüchtige Stärke damit ersetzen können. Mein Speed-Build ersetzt lediglich flüchtige Stärke mit überdehnt. Ihr solltet diesen Build aber nur nutzen, um Verteidigung gegen Infizierte schnell farmen zu können, da der Speedboost Feinde in anderen Missionen eher gefährlicher macht. Nova gehörte schon vorher zu meinen Must-Have-Frames und ist Teil meiner Dreamteams für T4 Überleben und T4 Verteidigung. Die Prime-Upgrades machen sie einfach noch besser. Das einzige, was fehlt, sind passende Bienengeräusche.